Ja, servus, herzlich willkommen. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Franken Outdoor Adventures. Ihr seht, ich bin schon ein bisschen am Basteln heute. Ich habe ein bisschen was vor zum Testen. Eigentlich, wer meine Videos verfolgt, für den ist es jetzt nicht allzu neu. Ich versuche mir heute mal wieder einen kleinen Tarpaufbau zu starten. Und zwar möchte ich mir heute mal wieder so ein Tipi-Tarp, also so eine Zeltform, aufstellen. Allerdings unter zwei Prämissen. Die eine ist, ich habe mir vor einiger Zeit ein neues Tarp zugelegt. Ja, das ist auch wieder ein DD Hemox, wieder ein MC. Aber das ist diesmal kein 3x3 Meter, sondern ein 3,5x3,5 Meter. Warum etwas größer? Ich habe festgestellt, wenn man beim 3x3 Meter so ein Tipi-Tarp aufbaut, funktioniert wunderbar. Aber wenn man sich dann reinlegen will, ja, kommt es ein wenig auf die Körpergröße an, kann es auch trotzdem mal ganz schnell passieren, dass man da irgendwie doch an den Ecken oder an den Kanten anlegt. Und was ein großes Problem ist, das habe ich tatsächlich mit dem Daunenschlafsack gemerkt, dadurch, dass das relativ begrenzt ist, kann das passieren, dass der Daunenschlafsack dann doch irgendwo immer an die Tarpwand randrückt. Und spätestens, wenn man mal mit Kondensfeuchtigkeit zu tun hat, und das hatte ich eben vor ein, zwei Wochen auch erst den Fall, dann überträgt sich halt von dieser Tarpwand die Feuchtigkeit sofort direkt auf den Schlafsack, weil eben direkter Kontakt ist. Und da habe ich gemerkt, das ist nicht gar so prickelnd. Und deswegen habe ich mir überlegt, ja, vielleicht für so ein Tipi-Tarp wäre ein etwas größeres Tarp ganz okay. Es gibt es noch in 4x4 Meter, ich glaube sogar noch größer. Aber ich wollte ein bisschen einen Kompromiss finden, ja, zwischen Packmaß, Gewicht und eben ausreichend Größe. Und von daher, ich denke mal, dass vielleicht ein 3,5x3,5 das richtig ist. Und genau das möchte ich heute mal ausprobieren. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir auch beim Thema Platz. Ich möchte mir, ja, ihr seht schon im Hintergrund, das Ganze mit so einem Dreibein als Hilfe nehmen, weil ich möchte mir, wenn ich das Tarp dann so als Zelt aufgestellt habe, nicht innen eine Stange dann reinsetzen. Das machen ja viele mit so Trekkingstöcke. Das wäre so die einfachste Möglichkeit. Hat aber auch wieder einen Vorteil, diese Trekkingstange, die ist mir halt ständig im Weg. Sondern ich möchte versuchen, dieses Tarp-Tent aufzubauen ohne irgendwelches Gestänge innen. Und da soll mir heute dieses Dreibein helfen, weil ich möchte das Ding dann ganz gern hängend befestigen. Und ich habe das schon mal gemacht. Ob es mir heute gelingt, das werden wir sehen. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. So, ich habe soweit alles vorbereitet. Das Tarp ist jetzt an einigen Punkten schon mit den ersten Heringen abgespannt. Das Dreibein ist auch soweit. Und ich habe da auch schon ein bisschen was vorbereitet. Und zwar versuche ich jetzt, das Tarp eben anstatt mit einer Stange hängend aufzubauen. Ich muss jetzt bloß ein bisschen aufpassen. Jetzt schauen wir, dass wir da ein bisschen Zug drauf kriegen. Ihr seht, das Ganze kriegt schon ein bisschen Form. Jetzt geht es bloß noch darum. Ja, jetzt fixieren wir das Ganze. Das ist jetzt quasi mein Ersatz für den Trekkingstock, den man ganz gerne nutzt. So, ich glaube, das hält. Ja, die Höhe passt. Und jetzt müssen wir das Ganze noch ein bisschen auskleiden. Dann passt die ganze Geschichte eigentlich. Ich habe hier schon an den Punkten, wo ich es brauche, die Paracords angebracht. Die spanne ich jetzt nach hinten weg, weil ich will mir jetzt praktisch einen Eingang wieder bilden. Gehen wir hier drauf. Das ist der eine. Die andere Tür. Das ist eigentlich ein cooler Aufbau, wenn es denn funktioniert. Er ist zugegebenermaßen ein bisschen tricky. So ganz zufrieden bin ich auch noch nicht, aber es wird schon. Jo, die beiden Türen sind abgespannt. Was jetzt noch übrig bleibt, das ist hier dieser Zipfel. Man könnte es jetzt hier lose hängen lassen. Das macht eigentlich von der Funktion her gar nichts. Aber wen das stört und dass das ein bisschen Form noch kriegt, spannen wir das hier vorne auch noch mal ein bisschen ab. Das habe ich heute alles wie ausgemessen. Die Bäume stehen heute mal ausnahmsweise überall da, wo ich sie brauche. Von daher gehen wir nach oben weg. Muss alles gar nicht mit Gewalt sein. Einfach relativ locker spannen. Bisschen Zug drauf. So. Jetzt kriegt das Ganze ein bisschen Form. Und dann haben wir auch schon den Eingangsbereich fertig. Ja, das ist jetzt die Rückseite von dem Tipi-Tarp oder Tarp-Tent, wie immer das man es nennen will.
So ganz zufrieden bin ich eigentlich immer nicht und ich weiß nicht so recht, ob ich da irgendwie immer einen Baufehler, einen Denkfehler, Konstruktionsfehler drinnen habe. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare reinhauen, vielleicht hat es jemand tatsächlich besser hinbekommen. Ich finde immer hier hinten raus, das fällt hier so unheimlich flach ab, verliert man eigentlich immer, ja, ich sag mal, fast einen halben Meter Luft irgendwie. Und das ist immer so ein bisschen schade. Was ich jetzt natürlich mache, um ein bisschen Luft reinzukriegen, ich habe hier noch Schlaufen. Ich spanne mir das noch nach hinten ein bisschen ab. Das zeige ich euch jetzt mal, wie ich mir das in etwa vorstelle. Ich gebe da auch ein bisschen Zug drauf. So, jetzt seht ihr, jetzt ist hier die Rückseite ist schon ein bisschen hochgekommen. Da habe ich jetzt ein bisschen Platz gewonnen. Aber mir fällt es eigentlich immer ein bisschen zu steil ab. Und da weiß ich noch nicht so ganz, wo ich einen Fehler habe. Ich werde jetzt einmal noch ein bisschen experimentieren, vielleicht mit den Abspannungen, mit den Heringen, die ich gesetzt habe, dass ich vielleicht hier noch ein bisschen mehr Raum bekomme. Aber es reicht auch so, das werdet ihr jetzt auch gleich sehen. Jo, dann hätte ich gesagt, machen wir mal Sitzprobe. Wir gehen hier rein. Also wenn ich mir die Isomatte anschaue, das ist ja glaube ich eine Isomatte, die dürfte so um die 1,90 haben, also da habe ich noch richtig Platz. Ich lege mich mal für euch rein. Also ihr seht es jetzt natürlich nicht, aber ich habe hier von den Füßen bis zur Wand, ich sag mal gute 30 cm. Am Kopf auch noch mal ungefähr 30 cm. Also das ist schon noch mal enorm und jetzt könnt ihr euch natürlich vorstellen, wenn man 3x3 Meter hat, man kann schon irgendwie legen, man kann sich ja, ich liege jetzt schon quer drin, man kann sich noch ein bisschen so diagonal reinlegen. Dann geht es beim 3x3 Meter auch. Aber mit 3,5x3,5 hat man einfach noch mal ein bisschen mehr Raum. Ich bilde mir auch ein von der Höhe. Hier ist es ganz gut, weil ihr seht, wenn ich mich da auch reinsetze, also ich habe richtig schön Platz, kann die Arme ausbreiten. Also so berühre ich jetzt gerade die Wände. Das ist eigentlich eine wunderbare Geschichte. Und ja, ist eigentlich, ich habe das ja auch schon mal gesagt in einem Aufbauvideo, der Aufbau hier, der ist halt richtig gut, wenn das Wetter mal so richtig biestig ist, also sehr windig, verregnet, Schnee, was auch immer. Also wenn man eigentlich so einen maximalen Schutz außenrum haben will, das ist eigentlich ähnlich schon wirklich wie ein Zelt, nur eben ohne Boden das Ganze. Und was mir eben jetzt speziell an dem Aufbau gefällt, ihr müsst euch vorstellen, hier wäre jetzt normalerweise die Stange. Es würde noch gehen, weil die Stange hier so steht. Ich liege hier bequem hinter der Stange, aber so ist es einfach noch mal ein bisschen befreiender, das Ganze. Ja, das Top steht soweit. Ich bin jetzt ganz gut zufrieden. Was ich jetzt noch gemacht habe, ich habe jetzt noch einige Heringe übrig gehabt. Ich bin jetzt einfach noch mal außen rum gegangen, habe einiges von den Laschen unten einfach ein Stück weit nach außen gespannt und siehe da, man kriegt hier mal 5 cm, da noch mal 10 cm. Also man kommt überall noch mal ein bisschen weiter raus und kriegt somit mehr Volumen innen drinnen. Und ja, somit gefällt mir das Ganze eigentlich. Es ist jetzt Mittagszeit, es passt wunderbar. Das Einzige, was mir heute ein bisschen Sorgen macht, ist das Wetter, weil es kommt immer mal ein Schauer runter, dann wieder nicht. Ich habe natürlich jetzt vor, mir mal wieder was zum Essen zu köcheln, das passt. Ich habe mir dazu heute mal meinen guten alten Trangia mitgenommen. Ich habe einfach mal wieder Lust gehabt drauf. Und was habe ich vor? Ich habe, wer ihn kennt, den Fernsehkoch Steffen Hensler, den verfolge ich auch so ein bisschen auf YouTube. Der hat kürzlich mal so ein Short-Video gezeigt, das hat mir ganz gut gefallen, nämlich für so ein One-Pot-Gericht. Das ist immer gerade für alle Outdoorer sehr praktisch, für Essensgerichte, die man in einem Topf machen kann. Und der hat eigentlich was ganz Cooles gemacht. Und zwar nichts anderes wie so eine Pasta mit Tomaten, Zwiebeln und was mir sehr gut gefallen hat, da ein bisschen Schinken mit drinnen. Und das probiere ich jetzt einfach mal aus. Ja, das ist jetzt mal so ganz normaler Frühstücks- Speck, ich hoffe, dass das damit funktioniert. Den schneiden wir jetzt einfach mal so ganz grob klein. Wahrscheinlich wird es so ein bisschen Anmutung haben von Schinkennudeln, könnte ich mir vorstellen. Mal gucken. Aber das ist immer der gleiche Frühstücksspeck, den ich mir auch immer ganz gerne mache, wenn ich mir früh ein paar Spiegeleier oder Rührei mache. Das Ganze mit ein bisschen Speck dazu. Das ist auch so eine neue Errungenschaft, dieses kleine Täschchen. Das hat mir, ich habe da ja schon mal mein Brennertäschchen vorgestellt. Das hat mir ein freundlicher Kollege in der Facebook-Gruppe genäht. Und genau der gleiche hat mir dieses Täschchen angefertigt. Ich habe ja schon lange was gesucht, so für meine Gewürze, weil das war mir mit den Paddlingen
ja, ein bisschen zu sperrig das Ganze. Und der hat hier richtig was Schönes mit diesen Mini-Gläsern zusammen kreiert. Da nochmal so eine kleine Tasche, wo man ein bisschen Kaffee und so weiter unterbringt. Also das ist eine richtig coole Geschichte. Da werde ich mich jetzt auch gleich mal bedienen. Und dann kümmern wir uns mal um, ja, Speck und Zwiebeln. Die lasse ich mal noch in der Nähe. Ja, recht viel mehr ist es gar nicht mehr. Das ist jetzt einfach bloß so ein bisschen die Füllung, um in die Pasta, ja, Geschmack reinzubekommen. Und die ganze Geschichte müssen wir jetzt warten, bis wir das ein bisschen angebraten haben. Ich bin jetzt echt neugierig, weil es erinnert mich im Moment sehr, sehr stark an Schinkennudeln. So ein klassisches Rezept. Allerdings Schinkennudeln, die sind ohne Tomaten. Von daher dürfte das jetzt dann interessant sein für die Pasta. Aber er nimmt langsam Farbe an, das finde ich cool. Was auch schon mal mit rein kann, ist ein bisschen Tomatenmark. Oh, das nimmt schön Farbe an. Das ist das Schöne jetzt, deswegen auch One Pot. Man gibt es halt alles nach und nach rein. Und jetzt kommt noch der Oberclou. Das sind ungekochte Nudeln. Die einfach mit rein. Schuss Wasser mit drauf. Schön auffüllen das Ganze. Und dann würzen wir das Ganze noch ein bisschen. Nicht zu viel Salz, weil wir haben schon einen Haufen Speck drinnen. Pfeffer. Da darf ein bisschen besser ran. Ja, deswegen finde ich die Tasche sehr gut, weil da bringt man halt auch ein paar Gewürze mehr mit rein. Immer ein paar italienische Gewürze. Und dann soll es das gewesen sein. Es wird jetzt ein Weilchen dauern, befürchte ich. Ja, das wird jetzt ein ganzes Weilchen dauern, bis die Pasta durch ist. Ich bin echt gespannt, das Wetter. Aber es ist wieder ein wunderschöner, entspannter Tag an sich. Ja, diese Kocherei, das hat schon auch was Entspanntes. Ja, da muss ich euch ja noch was erzählen. Das habe ich ja noch gar nicht erwähnt. Und zwar, ich hatte in einem meiner letzten Videos, ich glaube, das war das mit dem Bratwurstbrettchen, habe ich da einen ganz netten Kommentar von jemandem gelesen. Und zwar jemand, den ich im Titel drinnen gehabt habe. Da habe ich mich richtig drüber gefreut. Und zwar hat sich da tatsächlich der Mann schlichthin mit dem Spruch, den wir das sicherlich kennen, diese Begrüßung mit herzlich willkommen hier mitten aus der Natur, nämlich Benjamin Klausner, der hat sich tatsächlich mit einem Kommentar bei mir gemeldet. Und da habe ich mich total darüber gefreut. Benjamin, für den Fall, dass du zuschaust, also ich habe mich echt tierisch gefreut darüber. Und wir haben ja da in einem Punkt eine gemeinsame Leidenschaft, das ist das Draußenköcheln. Weil ich muss ganz offen ehrlich sagen, seit all das, was ich hier mache, also das mit dem Rausgehen, so ein bisschen die Mischung aus Bushcraft, ein bisschen Köcheln draußen. Das habe ich eigentlich tatsächlich durch den Benny ein bisschen gefunden, damals durch seine Videos. Das ist super, super schade, dass er da auf YouTube nicht mehr unterwegs ist, weil ich finde, er war einer der wenigen, der eine richtig große Bereicherung war in der ganzen Szene. Und eben auch diese ganze, alleine diese draußen Kocherei, da hat er echt traumhafte Gerichte auch gemacht und das Ganze eben in einer
Umgebung, wo man alleine vom Zuschauen Lust bekommen hat, selber rauszugehen und eben sowas Entspanntes zu machen. Und er war für mich halt absolut die Videos von ihm die Inspiration für das, was ich heute mache. Also er ist ein Stück weit verantwortlich dafür, für dieses Hobby, wie ich es heute ausführe. Und umso mehr hat es mich da natürlich dann schon gefreut, dass er sich dann am Kommentar gemeldet hat. Weil ich wusste gar nicht, anscheinend verfolgt er ja doch noch ein Stückchen weit YouTube, zumindest die Videos, auch wenn er selber wohl nichts mehr macht in der Richtung. Aber gut, so schnell kann es gehen. Das, wie gesagt, ist jetzt mal kein Rezept von Benny, sondern eben von Steffen Hensler, Fernsehkoch. Hat aber ganz gut ausgeschaut und ich finde eben diese One-Pot-Gerichte sind super praktisch für draußen, weil man hat jetzt nicht unbedingt gleich einen Tütenkram dabei und hat sich trotzdem mal was Schnelles, Frisches gemacht. Und das Schöne ist jetzt, das kann auch noch vor sich hinwerkeln. Und man könnte jetzt in der Zwischenzeit noch, ja, keine Ahnung, am Tab umeinander bauen oder sonst noch irgendwas fertig machen. Da ist das eigentlich ganz praktisch. Das sieht doch schon richtig traumhaft aus. Eine schöne, saftige, soßige Pasta. Ist zwar jetzt noch ein bisschen flüssig, aber das verkocht sich ja noch ein Stück weit. Die Nudeln, die brauchen aber im Drang hier doch ein ganzes Stück länger. Das macht man mit Brennstoff. Sieht gut aus. Ja gut, dann lassen wir das halt mal so weiterköcheln. Und auch mein Kaffee macht sich gerade selbstständig. Ja, ich muss nicht langsam aufpassen, dass es nicht reinbrennt. Es wird unten schon ein bisschen fest. Wunderbar. Ja, ging jetzt eigentlich doch ganz flott. Und wir haben natürlich noch ein bisschen was Gesundes. Ein bisschen was fürs Auge. Basilikum wäre jetzt ideal gewesen, aber den konnte ich jetzt auf die Schnelle nicht auftreiben. Von daher tut es halt einfach jetzt ein bisschen Petersilie und et voilà. Ja, das soll es soweit gewesen sein, bevor das Video mal wieder viel zu lange wird. Also ich genieße jetzt wirklich noch den Rest vom Tag, auch wenn es immer mal wieder einen Schauer gibt. In dem Waldstück hier, da war ich ja schon öfters, hier habe ich auch genau in demselben Stück auch schon Overnighter gemacht. Das ist eigentlich so von der Umgebung her eines meiner Lieblingswaldstücke. Wenngleich ich sagen muss, das ist jetzt vielleicht, ich weiß gar nicht, so 100, 150 Meter darüber, gefällt mir gar nicht, was ich gesehen habe. Da sind nicht jede Menge Baummarkierungen, also dass einiges gefällt wird. Und wenn das wirklich so fällt, wie es markiert ist, boah, dann wird hier so ein ganz großes Stück Fläche, ja, der Motorsäge zum Opfer fallen. Also ich war jetzt vorhin nicht begeistert, wie ich hergelaufen bin, weil das ist wirklich eine riesengroße Fläche, die da markiert ist. Alles so, ja, ähnlich wie jetzt hier. Von den Bäumen her, richtig tolles Waldstück mit dem bemoosten Boden. Es ist sehr erschreckend. Ich würde mal ohne zu übertreiben behaupten, dass mindestens jeder zweite Baum hier, das ist eine relativ große Fläche, rot markiert ist. Was wird bedeuten, dass der Baum wegkommt. Im Hintergrund zieht sich das Alz weiter. Ich bin jetzt nur auf einer kleinen Ecke, das geht hier als Mund und so weiter. Auch dahinter wirklich fast jeder zweite Baum. Ich verstehe nicht so ganz den Sinn. Also richtig, ich weiß nicht. Nach Borkenkäfer sieht mir das jetzt auch nicht aus, aber ich bin da jetzt auch kein Spezialist. Aber warum muss so eine riesengroße Fläche platt gemacht werden? Oh, und das ist schon mal ein bisschen traurig, wenn dann sowas mal platt gemacht wird. Aber sei es drum. Ja, ich werde jetzt den Pott genießen. Der Kaffee ist auch zeitig dazu fertig. Mit dem Tab bin ich auch soweit zufrieden. Und ja, freue mich, dass ihr wieder zugeschaut habt. Und sagt dann schon mal an euch alle da draußen, euch allen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye, bye.